Chronica ist eine Geschichts-App, die eigentlich auf einem Zeitstrahl basiert, von links nach rechts. Sehe ich hier oben, da kann ich auch so einfach hin und her wischen. Da sind verschiedene Daten dann angegeben, die eben verschiedene Sachen, wo verschiedene Sachen basiert sind. Ich kann mit dem Pfeil unten rechts, kann ich von Datum zu Datum springen, was hier oben eben voreingestellt ist. Wenn ich mir dann was anschauen möchte, klicke ich auf dieses Buchsymbol. Ah, Charles Fleetwood, klar. Und wenn ich irgendwas suchen will, kann ich hier unten aufs Fernglas gehen, gebe ich irgendwas ein. Grundsätzlich kann ich hier natürlich auch nach unten ziehen. Kann entweder auf ein Bild klippen, klicken, Doppeltipper, dann komme ich hier hin. Oder ich kann wieder über das Buch mir Sachen anschauen. Und so ist einfach, sind verschiedene, ja, verschiedene Bereiche der Welt auch, hauptsächlich erstmal auf Europa bezogen, aber dann auch der Nahe Osten oder auch irgendwelche Dynastien in China, in Südostasien und was sonst noch so passiert ist. Kann man sich hier alles reinschauen. Ist irgendwie ganz nett aufgebaut. Es ist halt viel, was gleichzeitig passiert ist, deswegen scheint es manchmal ein bisschen unübersichtlich. Demo-Version ist kostenlos, die Bezahlversion kostet offensichtlich was. Link dazu gibt es in der Beschreibung.